So, herzlich willkommen zu einem 10. Let's Play. Ich wollte zwar eigentlich eine Folge mit Radio hochladen, also wo man nur Radio hören kann, aber irgendwie wurde daraus nichts, weil YouTube hat mir gesagt, dass ich das Video nicht hochladen kann. Wo ich es mir angucken wollte, stand da nicht in deinem Land verfügbar. Also, keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall, ist die Folge jetzt nicht mit Radio, sondern mit ganz normalen Live-Commentary, wie immer. So. Wir fahren heute nicht mal nicht in Deutschland, sondern sind heute in Russland zu Gast. Wir fahren heute auf der Map Zareschensk, die Linie 37 von Fabrika nach Rosero. Unser Bus ist ein MAN SL202 in der Version 2.5. So, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns mal vor und ja, lassen die freundliche Fahrgäste einsteigen. Und da vorne steht auch der Manfred an der Haltestelle. Aha, ist jemand, der wieder rummeckert. Hast aber eigentlich hier, oder? Verpiss dich, das sind meine Vorgäste. So, Fahrplan ist auch schon ausgewählt. 10:09 Uhr geht's los. Das stellen wir uns so ein, dass wir in 10, 20 Sekunden dann losfahren. Kommt Leute, ruhig ins Klopfen. So, jetzt muss ich noch seine Vorfahren lösen, dann. Ja, ich verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe sie nicht. Hier kommen sie nicht vorbei. Manfred, werde ich will deine Fahrkarte. Fein. Ganz fein. Los, ich hab nen Vorteil, verdammt mein. Hallo. Jetzt an der Anfangsrichtung der Bisschen zu 40% besetzt. Wie ist das denn? Stelle. Vetskaya Wohnen. Ich bin in Russland. Ach, wo? So, aber steigen hier immer so viele Fahrgäste in den ein oder habe ich aus oder habe ich die Fahrgäste hier reinigt zu etwas übergestellt? Na, das ist rein da. Hallo. Ich freue mich auch schon, wenn es wieder geht. Ja, hinten die Fahrplätze. 1, 2, 3 Fahrplätze sind auch das alles schon weg. Ja. Bei denen setze ich mich auch immer dann hinten hin. Wenn ich bei mir nicht in meiner Stadt mit Bus gefahren bin, setze ich mich meistens auch immer hinten hin, wenn ich das kann. Also ich werde dieses Video wahrscheinlich als den Teil zu nennen. Max ums Let's Play Folge 10. Max zu Gast in Russland Teil 1. Das wird in der neuen Version Teil 2 nennen. Nächster halt Universum. Was für Universum. Ich weiß es schon nicht, wenn ich sage, steht in der Poli. Das verwirrt mich jetzt nicht mehr. Oh Gott.
Atmosphäre passt. Höchstwahrscheinlich steigen jetzt hier, bleiben die anderen, entweder bleiben die anderen Fahrgäste stehen und warten auf die Linie 72, die hier lang fährt, oder mein Bus ist echt schon zu voll, dass keiner mehr mitfahren kann. Aber ich finde irgendwie dieser SL hier passt irgendwie schon auf die Map. Weil der Bus hat einen schönen Innenzeiger. Nächster Halt und Klinika. Das Auto kommt als Wäschewagen schon vor Ort. Scheiße, guckt euch das mal an, alle Plätze sind drin besetzt. Boah, ja, kannst du auch machen, das ist eine Schale. Und Manfred hat bis jetzt so eine Spur gejammert. Das ist was Neues. Also das ist was ganz Neues. Geht es jetzt hier gerade so schlecht? Oh ja, halt diese Fresse hinten, ich verstehe sie nicht. Okay, jetzt. Ich sag, nächstes Mal fahren wir mal später, haben sie mehr zu jammern. Wieso ist das eigentlich? Wieso muss eigentlich bei jeder Foto die alte Schachtel vor? Das gibt's hier schon. So, nächster Halt, Bizarro Cosmos. Also die Haltestelle, die jetzt kommt, Bizarro Cosmos, ist die Ausstiegshaltestelle, wo sie nur aussteigen. Und die Haltestelle, wo ich schon ran vor, ist die Haltestelle, die ich mit Pause mache. Arrivederci, dos vidania, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Also ich meine jetzt nicht euch die Zuschauer, sondern die Fahrgäste. Na komm, steigt aus. Dos vidania. So, wo muss ich hin? 37 ist 2. So Leute, das war's. Ja, das war Teil 1, Teil 2 folgt am Dienstag. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo mal gibt und ein Like und ja. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich so eine Seite vorgestellt habe, Simulatoren mitbekommen. Wäre schön, wenn ihr euch dort registriert, wenn ihr Omsi LS 13 ETS 2 habt. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und ich habe mit ihnen eine Wette ausgemacht. Wenn ich bis zum Sommerferien 50 User dort reinkriege, werde ich dort mit Moderator. So, also verabschiede ich mich, gebt schön Daumen nach oben, fleißig Abos und ja, bis Dienstag, euer Max.